Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Ancestors. Wir haben uns im letzten Part niedergelassen. Ich sehe gerade, wir haben einen Verwundeten. So. Und ich habe jetzt mal nachgeschaut, wie man eine Barriere baut. So. Man verwendet nur die hier, also ohne sie irgendwie zu verändern, ohne sie zu bearbeiten. Schauen wir mal, was das bringt. Ja, haben wir schon. So. Eine Zweigbarriere, was auch immer die jetzt da genau bringen soll. Wir können da drauf klettern, vielleicht hält das Räuber ab. Vielleicht sollen wir damit gewisse Bereiche sichern, allerdings ist das Bauen hier sehr, sehr vage. Und damit auch die Frage, inwiefern das wirklich sinnvoll ist. Zumal man ja ziemlich viel davon braucht. Drei so Äste pro Barriere, ne? Aber okay, bauen ist bauen, bringt uns voran. Ist ja damit auch nicht verkehrt. Bauen wir halt ein paar Barrieren. Ganz schön viel Holz. Was ist das? Das. So, leider haben wir keinen Basalt-Chopper mehr, finde ich. Haben wir schon analysiert? Kam hier was Neues? Nein. Okay, wir müssen noch mehr Dinge bauen, um das noch weiter zu verbessern. Einfach noch ein paar Schlafplätze. Ich frage mich, ob diese Barriere sonst noch irgendwas kann, ob die jetzt nur dafür da ist, sagen wir mal, dass Gegner rundherum gehen müssen, oder ob das auch, ob das mehr vielleicht sogar eine Falle ist, aber ich fürchte, eine Falle ist das noch nicht. Ich fürchte, also dafür reicht es noch nicht. Schlafen, es ist spät. Ah, schon aus wie eine Höhle. Hier haben wir Gegner, Jäger, Flusspferd, Nahrung. Holen wir uns mal Nahrung von hier oben. Weiter mal das gute Zeug. So,
kann man aber noch nicht so essen. Wir müssen erst das machen. Steine. Oh, Obsidian. Sehr schön. Was ist das? Nein, nicht den kleinen Mann. Was ist jetzt mit den einen einmal? Hinlegen. Absetzen. Einer reicht. So, nochmal. Was ist das hier? Aloe-Saft. Okay. Den kann man noch irgendwas machen, scheinbar. Ja, dann ist jetzt mal Obsidian. Ja, weil er damals, wie wir es entdeckt haben, hat er das ja nicht mehr, hat er den kurzen Teil, die letzten Minuten nicht mehr mitgespeichert und damit ist das hier was Neues. Genau. Aber schön, das kann man mit einem Schlag gleich öffnen. Wenn noch wer was essen will, dann... Nein, keiner greift zu. Schön. Ist es, wenn ich es dir gebe? Ja. Man muss erst ein bisschen füttern. Esst halt nicht die Unreifen, bitte, ja? Seid so nett. Also, hoppla. Falsche. Ja, jetzt ist es wieder warm. So, nachdem es warm wird, nehmen wir sich das gleich mal. Jetzt haben wir einen angespitzten Stock. Jetzt werden wir es nochmal mit dem Krokodil versuchen. Ja, weil das sollte eh schon verwundet sein. Komm her. Das Krokodil braucht immer sehr lange, bis es sich dazu entschließt. Ja. Okay, es lebt noch immer, leider. Das ist natürlich schlecht. Gegenstände tauschen. Tauschen will ich eigentlich nicht. Ich schätze mal, das ist auch kein Basalt, was wir hier haben. Schauen wir mal, das ist sicher etwas nah. Kein Basalt, da kommen wir eh nicht drum rum. Dann müssen wir das auf eine langwierige Art machen. Das Problem ist halt auch, dass wir so langsam sind, dass wir einem Krokodil oder so gar nicht so richtig nachlaufen können. Was nicht gut wäre, weil dann würden sie sich so aus den Augen verlieren. Könnten sie jagen. Und Tom kann sich gleich mal vertschüssen.
Nein, Leute, bitte. Jetzt kommen die alle her. Ich hab doch nur wen. Ich hab doch nur die Schlange abgehalten. Na toll. Das ist blöd. Das ist ziemlich blöd gemacht. Das ist durch das Bedrohen, die gleich alle in Panik geraten. Und alle herkommen. Wir müssen erst wieder zurückgehen und die alle wieder. Allen wir sagen: Geh zurück. Bleib zu Hause, bitte. Ich hab schon die Affen mit, die ich mit haben will. So, die Expedition ist wieder beendet. Aber halt, du kommst mit und du kommst mit. So. Der hat einen Stein, zwei, beide Steine mit, okay. Vielleicht hat einer von denen den Basalt-Chopper. Wollen ja nicht weg. So. Wir können jetzt auf die Suche nach dem Krokodil machen. Kraxeln wir mal den Baum noch hinauf. Okay, das ist ein Säbelzahntiger. Daneben gesprungen. Okay, haben wir eine Python. Wo ist das Krokodil? Weg. Kein Krokodil mehr da. Nein. Es ist halt was. Das ist unser der Einzige, der Hunger hat. Na, die sind nicht reif. Die sind nicht reif. Mal interessant, die Termiten zu essen. Da hinten sind Termitenbau. Bau, Bäue. Strukturen. Kommt sie mit, ja? Ja. Platz. Kann man nicht irgendwie erforschen? Okay. Oh, warte mal. Ah, das haben wir schon. Okay. Naja, das ist hier, wo wir schon mal waren, wo wir in die Savanne gekommen sind, von da hinten aus. Ja, jede Menge Gazellen oder so. Ja, wenn ihr Durst habt, dann trinkt halt was. Mein Gott. Hm.
kann man die jagen. Okay, los, Alter. Ja, das sind doch keine Jäger. Python. Ja, das ist natürlich auf dem Rückzug, ne? Oder? Ja, wir können nicht gleich sehen, wie eine Python ein Pferd verschlingt. Mittlerweile haben auch die Termitenhügel aus den Augen verloren. Okay. Okay, die Pferde laufen nicht immer weg. Zu wissen. Oh, Nashorn. Weg, 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 weg. Schnell, schnell weg, schnell weg. Mit dem legen wir sich nicht an. Haben wir das denn entdeckt? Oh, oh, das hat uns auf jeden Fall entdeckt. Mit dem legen wir sich nicht an, weil das wird uns auch einfach wieder trampeln. Oh, das ist noch unbekannt. Okay. Weißes Nashorn aus dem Miozän. Ja, ja, mit dem ist sicher auch nicht zu spaßen. Was ist denn da oben? Kojote. Ach, den lasst das Nashorn in Ruhe. Und was ist hier? Ich höre was. Ein Rubin. Okay. Au. Autsch. Schabrackenschakal, okay. Kommt sie bitte hierher. Oh oh. Oh oh, ist das Nashorn jetzt hinter uns her? Shit. Nicht gut. Was machen wir jetzt? Hauptsache, lasst uns in Ruhe jetzt. Puh, Glück gehabt, dass wir das überlebt haben. Das hätte auch ordentlich in die Hose gehen können. Blödes Nashorn. Das hätte uns auch erledigen können. Aber interessant, wenn man zu nah rankommt, das kann auch hier raufspringen, scheinbar. Was so absolut unrealistisch ist, aber ja, so ist in das Spiel. Boah, 90 Jahre sind erst vergangen. Ja, machen wir doch lieber so, ne? Oh oh. Noch ein Nashorn. Wir lassen dich eh in Ruhe. Wir machen eh nichts, ja.
hinten sind die Termiten. Oh Mann. Oh. Na toll. Oh, ganz toll. Nicht gut. So. Na gut, Freunde, das war's dann auch wieder für diesen Part. Ich werde jetzt eine Aufnahmepause machen, damit, naja, zum Speichern offscreen zurück in die Basis laufen. Bedrohung. Nashorn, aber ist irgendwie eine Schlange. Na gut, Freunde, wie gesagt, das war's für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.